Jetzt ist es endlich untersucht. Während eines spektakulären Außenbordeinsatzes wurde das Corpus Delicti, also das Loch an der Außenhülle der Soyuz MS-09, näher untersucht. Es geht um das Loch in der Soyuz-Hülle, das im Sommer zu einem dramatischen Druckabfall an Bord der Internationalen Raumstation der ISS geführt hatte. Was dort gefunden wurde und warum der Weltraumeinsatz anders gelaufen ist als geplant. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Es war eine dramatische Situation im letzten August an Bord der ISS. Es wurde ein Leck in der Raumstation ISS festgestellt. Stück für Stück wurden die Schotts der Module geschlossen, um den Ort der Undichtigkeit einzugrenzen. Schließlich stieß die Besatzung auf ein Loch in einer angedockten Soyuz-Kapsel, und zwar genau der, mit der Alexander Gerst am 6. Juni zur ISS gestartet war und jetzt auch wieder zurückfliegen wird. Es wurde ein Produktionsfehler, ein Meteorit oder ein Riss vermutet, doch ein ehemaliger Kosmonaut meldete sich zu Wort. Maxim Surajew äußerte die sehr beunruhigende Vermutung, dass ein Besatzungsmitglied hier sabotiert haben könnte. Der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte er, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass ein Besatzungsmitglied, Zitat, diese seltsame Nummer abgezogen hat. Wir sind alle Menschen und jeder könnte nach Hause wollen. Die NASA hatte die Aufnahme des Loches damals aus dem Netz genommen, wohl weil sie ziemlich erschreckend ist. Wir hatten sie wieder aus dem Netz gefischt und so sah es damals aus. Man sieht deutlich, dass es bei der möglichen, ich sage mal, Tat mehrfach versucht wurde anzusetzen. Der Bohrer ist mehrere Male abgerutscht, bevor er dann griff und das Loch bohrte. Die Besatzung fand das Loch dann und nach Absprache mit russischen und amerikanischen Fluglotsen wurde es von innen repariert, besser gesagt gestopft. Der Kosmonaut Sergei Prokopjew benutzte dazu ein Gasetuch und Epoxidharz. Und das mit Erfolg. Seit der Reparatur konnte der Druck aufrechtgehalten werden. Jetzt wagten sich die beiden Kosmonauten Oleg Kononenko und Sergei Prokopjew von der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, sich nun aus der ISS zu dem bereits von innen lokalisierten Loch an der Außenhülle der Soyuz-Kapsel MS-09, welche an das RASFET-Modul im russischen Segment der Internationalen Raumstation angedockt ist. Zitat, es ist eine Herausforderung, Sergei und ich nehmen sie an, sagte Kononenko vor Verlassen der ISS. Ziel der beiden Kosmonauten war es, die Ursache der Lecks herauszufinden und Proben des nun an der Außenseite ausgetretenen Epoxidharzes zu nehmen. Um an das Loch zu gelangen, setzte sich Kononenko auf das Ende eines Strela-Kranes, während sein Kollege Prokopjew am anderen Ende stand und ihn lenkte. Schlussendlich wurde ein weiterer Ausleger aufgebaut und das alles kostete extrem Zeit und Prokopjew erreichte ebenfalls das Loch. Dort durchtrennten die beiden Kosmonauten mit einem Messer sowie einer Langarmschere Teile der braun-goldenen Isolierungsschicht der Soyuz-Kapsel und entfernten Teile der Isolierung und des Orbitalschutzschildes. Materialreste flogen davon und bildeten kleine Wolken aus Trümmern. Zitat, das ist genau das Loch, nach dem wir gesucht haben, berichtet Kononenko, nachdem sie die Schichten abgezogen hatten, welche das Leck verdeckten. Mit Hilfe einer Pinzette und einem Tupfer extrahierte Kononenko schließlich Proben des dunklen Epoxidharzes. Das ist genau das Harz, mit dem das Loch von innen geflickt wurde. Diese Proben wurden sorgfältig verpackt und sollen für eine Analyse nun zur Erde zurückgebracht werden. Es soll untersucht werden, wie gut das Epoxidharz für solche Reparaturen wirklich geeignet ist. Lasst uns nicht hetzen, lasst uns Schritt für Schritt vorgehen, um nichts zu vermasseln, sagte Kononenko während der live übertragenen Mission. Der Außeneinsatz lief allerdings nicht wie geplant. Statt 6 Stunden benötigten die Kosmonauten fast 8. Aufgrund der Länge des Außeneinsatzes verzichteten die Kosmonauten in Rücksprache mit den Fluglotsen auf die Reparatur der offengelegten Stelle mit einer Ersatzisolierungsdecke. Das Ganze ist jetzt also offen. Allerdings bedeutet das keine Gefahr, denn das Orbitalteil, an dem sie gearbeitet haben, wird bei Wiedereintritt der Kapsel in die Erdatmosphäre abgeworfen und beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird es verglühen. Noch immer ist aber damit nicht klar, wer diesen Schaden, warum, wo, wie verursacht hat. Wenn es dazu mehr Infos gibt, erfahrt das natürlich hier, also abonniert Klicksum. Und wenn ihr euch für noch mehr Science interessiert, dann schaut auch mal beim Raumzeit-Vlog der Zukunft vorbei. Dafür hier klicken und darunter geht's weiter mit einem Video direkt von den Kollegen, das Fermi-Paradoxon, erste Antworten. Bis dann. Bleibt dran und guckt das Video, sehr spannend.